Hallo Leute und willkommen hier auf LeoCraft. Im letzten Video haben wir uns ja schon ausführlich das IMS-Verteilersystem angeguckt, beziehungsweise ich habe euch auch gezeigt, wie man es baut. Heute gehen wir zum IMS-Selektor über. Ich habe den hier mal rausgenommen, denn wir wollen den heute zusammen nachbauen. Wir brauchen dafür Fackeln, und zwar ein oder zwei. Dann brauchen wir zwei Trichter. Ich tue mal davon allem die Anzahl, die wir maximal brauchen. Drei Redstone maximal eins davon, dann eine Fuhre Schiene, zwei oder mit mehrere davon und natürlich noch ein paar Blöcke und die klaue ich mir jetzt hier raus. So, als allererstes geht ihr zum Ausgang des IMS-Systems und dann invertiert, also dann legt ihr die obere Leitung einmal nach, beziehungsweise den oberen Ausgang einmal nach unten und den unteren Ausgang einmal nach oben, sodass die einmal vertauscht sind. So und so. Sind die einmal vertauscht, die werden jetzt noch mit Schienen ausgelegt. Auf der anderen Seite auch. Ja, und dann könnt ihr die ein bisschen weiterführen. So, 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 so. So. An der oberen Stelle werden die jetzt noch zwei weitergeführt, an der unteren Stelle auch noch. Dann kommt hier kommen hier Blöcke hin. Da kommt auch noch eine Schiene drauf. Dann kommt hier an die dritte Stelle, also an die dritte Schiene, ein Trichter. Da oben kommt dann ein Block dran mit Shift befestigen. Danach kommt unser Komparator. Ein weiterer Trichter wird in unseren Komparator rein zeigen. Wieder mit Shift. Obendrauf kommt dann unsere Schiene. Dann gehen wir hinter den Komparator, platzieren einen Block. Nehmen unser Signal seitlich raus mit zwei Redstone. Dann wird es einmal invertiert. Rausgenommen. Und in unseren Trichter geleitet. Ein Redstone in den Trichter führt. Und der dann deaktiviert wird. Ja, könnt ihr sehen. Wenn ihr den einmal öffnet und wieder schließt, wird die Anzeige aktualisiert und dann steht als enabled false da. So, machen wir das wieder weg. Dann könnt ihr die mittlere Schiene, die hier, bis dorthin führen, wo euer Lager ist. Und zwar muss es an den Ausgang der oberen Seite angeschlossen werden. Also hier obere Seite, Ausgang. Das zeige ich euch demnächst, wie man das baut. Lasst es einfach so mal. Könnt ihr bis dahin führen, wo ihr wollt. Die untere Seite muss an den unteren Ausgang angeschlossen werden. Macht es auch mal so lückenhaft schematisch. Die obere Seite wird noch etwas interessanter. Da kommt noch ein Block dran, noch ein zweiter Block, noch ein dritter Block. Dann wird hier dieses Redstone-Kabel in einen
Block geführt. Dann kommt hier erstmal ein Block hin. Dann kommt hier daneben ein Block und hier ein Block. Das Ganze bis dahin können wir mit x-beliebigen Schienen ausfüllen. Die kann ich auch gerne bepowern. Zack. Das ist Minecraft, die Logik. Dann kommt hier eine normale Schiene hin, hier auch. Und zu guter Letzt kommt hier auch noch eine hin. Die Schiene hier an der Seite könnt ihr dann damit verbinden. Ich tue die nochmal kurz weg. Die Schiene, die hier rausgeht, könnt ihr mit dem unteren Teil euer Einlagerungssystem verbinden. Also die wird mit dem oberen Eingang verbunden und die gerade ausführende Schiene wird mit dem unteren Teil des Einlagerungssystems verbunden. Moment. Das zeige ich euch aber im nächsten Video, dieses Einlagerungssystem, wie das genau gebaut wird. So, es wird verbunden. Und dann kommt die Weiche am besten nochmal weg. Und ihr seht jetzt nochmal neu hin. Und dann seht ihr auch, wie die ausgerichtet wird. Wenn die so ausgerichtet ist, wie sie bei mir jetzt ist. Das heißt, ein Minecart, das vom Trichter her käme, würde gerade durchfahren. Dann habt ihr es einfach. Dann kommt hier auf den Blocken Verstärker. Und alles funktioniert dann erstmal. Theoretisch. Wenn die Schiene aber dummerweise genau andersrum aussieht, also so, dass es im Normalfall abbiegen würde, das Minecart, kommt hier ein Block drauf, hier eine Fackel drauf und hier ein Redstone drauf. So. Dann sind wir fast fertig. Wir müssen nur noch die Trichter einrichten. Dazu nehmen wir uns unsere Einlagerungskarte, die hatten wir doch hier irgendwo, und zwar in dem Spender. Ansonsten müsst ihr die einfach nochmal neu definieren. Dazu nehmt ihr euch einen Amboss, oder habt hier schon einen. Nehmt euch dann ein Stack Namensschilder und nennt die um in Einlagerungskarte. Ihr könnt auch Ihr könnt auch jedes andere beliebige Item verwenden, passt aber auf, dass die am Ende noch stapelbar sind, also von verschiedenen Umbenennungsvorgängen ineinander stapelbar, dann wisst ihr, ihr habt alles richtig gemacht. Ich nehme mir da jetzt, wo ist mein Stack da? Das kommt, erstmal wird alles gefüllt vom Trichter, dass jeder Slot eine Einlagerungskarte hast, der Rest kommt dann in den ersten Slot. Die Zahl reduziert sich dann. Die Weiche schaltet sich um, zumindest wenn man es richtig baut. Richtig herumbaut. So. Weiche sollte sich dann umschalten. Bis hier nur noch 18 Einlagerungskarten, zuzüglich natürlich den 4, also insgesamt 22 im Trichter sind, dann schaltet sich die Weiche wieder zurück. Ja, das war's eigentlich. Im nächsten Video geht's dann mit endlich dem modularen Baukasten weiter. Und dann wäre die Aktion IMS 4.0 abgeschlossen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch noch viel Spaß beim Nachbauen. Bis dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.